Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Interview mit dem Sprecher von Giovanni Goldstein. Hallo, ich bin Giovanni Grosser, der Sohn von Stefan Grosser, der Jürgen Goldstein in der Geschichte Die Abenteuer der kleinen Hexe Juna spricht. Ich bin dort Giovanni Goldstein. Ja, und das ist eigentlich alles, was ihr über mich wissen müsst. Dann fangen wir einfach mal an. Wie bist du denn zur Rolle Giovanni Goldstein gekommen? Ich wurde ebenfalls von Marcel Part, dem Manager von Santiago Cisma, angesprochen. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Was magst du an der Rolle? Ich mag die Rolle, da ich mich so ein bisschen mit der Rolle identifizieren kann. Also ich kann jetzt nicht zaubern, aber ich finde sie ein bisschen tollpatschig und ich bin selbst auch ein bisschen tollpatschig. Wie beschreibst du deine Rolle, Giovanni? Ja, ich würde sagen, auch etwas tollpatschig und an manchen Stellen auch lustig. Was würdest du an der Rolle gerne ändern bzw. ändern lassen? Eigentlich bin ich mit der Rolle komplett zufrieden. Ich sehe da nichts, was ich ändern würde. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen und Zauberer auseinandergesetzt oder etwas im Fernsehen gesehen? Filme, Serien? Ja, unter anderem zum Beispiel Harry Potter. Dort habe ich die Bücher gelesen und die Filme gesehen. Das hat mich schon sehr fasziniert. Ja. Hast du schon einmal einer Figur deine Stimme geliehen? Nee, tatsächlich noch nicht. Das war das erste Mal. Schon mal drüber nachgedacht, Sprecher zu werden? Das habe ich auch noch nicht. Worauf freust du dich am meisten? Worauf ich mich am meisten freue? Mit der Schule fertig zu werden, würde ich mal sagen. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der 11. Klasse. Oder, also ich komme jetzt in die 11. Wie viele hast du noch vor dir? Noch 3 Jahre, also ich... Gut, noch ein paar Worte in die Kamera. Ja, was soll ich jetzt sagen? Was du möchtest. Ich freue mich, dass ich die Rolle Giovanni Goldstein sprechen konnte. Ja. Giovanni Goldstein. Hab ich Giovanni gesagt? Giovanni Goldstein sprechen durfte. So. Ja, und sonst... Freust du dich auf den nächsten Teil und letzten freu Teil? Freue ich mich auf den nächsten Teil. Und sonst freue ich mich auf den nächsten Teil. Gut, danke Giovanni. Gut, danke.